Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Vorlesung Business Intelligence. Heute geht es um die Anwendung von Data Mining in Unternehmen. Die Frage ist also, was müssen Unternehmen bei der Anwendung von Data Mining beachten? Wir beginnen mit einem Beispiel, in dem Data Mining für Wettbewerbsvorteile sorgt. Die Fallstudie ist aus der Versicherungsbranche und die Versicherungsbranche arbeitet im Wesentlichen mit Informationen, nämlich aus ihren Verträgen und aus den Schadensfällen, die zu den Verträgen passen und aus der Information über die Zusammensetzung ihrer Kunden. Die Ergebnisse dieser Kalkulationen haben in der Vergangenheit immer für Risikovorhersagen gedient. Zum Beispiel stellt man also so fest, dass jüngere Fahrer, die gerade ihren Führerschein gemacht haben, häufiger in Unfälle verwickelt werden, zum Beispiel wegen zu schnellem Fahren, als ältere Fahrer. Das ist eine typische Risikovorhersage, die einen Einfluss findet in die Berechnung von Prämien. Man kann aber auch gezielte Marketingkampagnen damit ermöglichen oder auch Betrugsfälle aufdecken, wenn man sieht, dass bestimmte Daten, Schadensdaten nicht zu dem passt, was man eigentlich vorhergesagt hat. Versicherungen suchen jetzt mittels Data Mining Verfahren nach bisher unbekannten Mustern, das heißt, sie klassifizieren oder segmentieren. Sie versuchen auch unbekannte Wechselwirkungen innerhalb von Geschäftsprozessen zu identifizieren, zum Beispiel durch Assoziationsanalyse, oder sie versuchen genaue Prognosen zu erstellen über Regressionsanalyse. Das ist für die Versicherung deswegen wichtig, weil am Ende die Prämien, also die Preise der Versicherungsprodukte, ausschlaggebend sind für den wirtschaftlichen Erfolg der Versicherung. Insofern kann man sagen, in der Versicherungsbranche haben wir einen Bereich, in dem hoch ähnliche Produkte, also wenn Sie zum Beispiel auf die Kfz-Versicherung gehen, hoch ähnliche Produkte sich am Ende dadurch unterscheiden, dass sich der Preis unterscheidet. Das wird dazu führen, dass bestimmte Kunden zu einer Versicherung gehen oder zu einer anderen. Und die Berechnung dieses Preises passiert dort am besten, wo Sie bessere Daten vorliegen haben. Insofern können Sie sagen, dass in der Versicherungsbranche tatsächlich Data Mining für vollständig über den Geschäftserfolg eine bestimmte Versicherung entscheidet. In dem Fallbeispiel, was jetzt vorzustellen wäre, wäre, dass es innerhalb der Gruppe der 18- bis 20-jährigen Autofahrer, das sind die mit dem höchsten Schadensrisiko, es trotzdem eine Untergruppe gibt, nämlich die Fahrer von Liebhaberautos, solche mit H-Kennzeichen, die sich vorsichtig am Straßenverkehr bewegen. Offensichtlich haben die nicht so ein hohes Schadensrisiko wie die anderen 18- bis 20-Jährigen. Wenn ich also jetzt dieser Untergruppe den Fahrern von Liebhaberautos im Alter von 18 bis 20 günstige Konditionen anbiete, weil die ja nicht so häufig einen Schaden verursachen wie die anderen, dann kann ich mich damit von meiner Konkurrenz erstmal absetzen und diesen Fahrern so an das Unternehmen binden. Sie bleiben vielleicht auch bei dieser Versicherung, wenn sie irgendwann mal ein anderes Auto fahren. Welchen dieser Daten, die ich im Unternehmen habe, soll ich den glauben? Die internen Quellen von Daten sind solche, die unter meiner eigenen Kontrolle, unter meiner eigenen Steuerung sind. Interne Datenquellen sind einfacher zu sammeln und grundsätzlich kostenfrei, denn es sind ja meine eigenen. Beispielsweise Transaktionsdaten, also die Anzahl Käufe, die Anzahl abgeschlossener Verträge, die Zahlungen von Leuten, in welchem Zeitraum was passiert ist, zum Beispiel welche Schäden angefallen sind, aber auch Sensoren, die ich halt an Firmenwagen anbringe. Alles das, was ich selber in der Kontrolle habe. Externe Datenquellen sind natürlich viel umfassender. Sie sind dann nützlich, wenn die internen Daten nicht ausreichen. Teilweise sind diese Daten kostenpflichtig. Sie können Informationen über das Unternehmen hinausgeben, zum Beispiel Google Trends oder Social Media Daten. Aber sie sind natürlich auch vielleicht weniger vertrauenswürdig als die internen Daten, denn es gibt noch sehr, sehr viele Mischdaten, die vielleicht gar nicht zu dem passen, was ich eigentlich benötige. Wenn ich also eine schlechte Qualität habe von Daten, dann bekomme ich auch keine aussagekräftigen Ergebnisse. Unternehmen gehen in einer Befragung von Gartner 2018 davon aus, dass eine schlechte Datenqualität dazu führt, dass ich schlechte Entscheidungen treffe. Das heißt, dass ich einen Verlust habe von etwa 15 Millionen jährlich weltweit im Rahmen dieser Umfrage.
Diese Umfrage von PwC, die Sie hier sehen, von 2016, sagt, dass Unternehmen sagen, von sich selber sagen, etwa die Hälfte der Unternehmen sagt, sie sind highly data-driven und 48 sagen, sie sind somewhat data-driven. Man würde allerdings auch davon ausgehen, dass es sich hier um sozial erwünschte Antworten handelt, denn welches Unternehmen würde schon von sich aus behaupten, dass es kaum auf Daten, existierende Daten zurückgreifen würde? Was bedeutet das aber letztendlich auch? Unternehmen, die Data Mining einsetzen, müssen sich die richtigen Methoden oder den richtigen Methodenkasten besorgen. Ein kleiner Junge mit einem Hammer sieht, dass die ganze Welt aus Nägeln besteht und wird also quasi, wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles aus wie ein Nagel. Wenn man nur eine Methode kennt, wird man versuchen, alles mit dieser Methode zu erschlagen. Wenn Sie nur Regressionsanalyse kennen, denken Sie, das wäre das einzige statistische Verfahren auf der Welt und werden es für alles anwenden, auch wenn es eben an dieser Stelle nicht passt. Für den Erfolg von Data Mining brauchen Sie also einen umfassenden Überblick über alle statistischen Verfahren, die es gibt, und dann muss man die entsprechende Methode abhängig vom Anwendungsfall wählen. Eine weitere Gefahr beim Einsatz von Data Mining ist das Verarbeiten von personenbezogenen Daten. Gegen den Zugriff auf persönliche Kundendaten, wenn man sich da nicht gegen stützt, dann bekommt man zum Beispiel ein Bußgeld nach der DSGVO. Das ist einmal passiert, 2019 schon, als Exempel. Und man sieht, dass der Schutz persönlicher Daten, personenbezogener Daten in Deutschland, aber auch sonst in Europa eine hohe Priorität hat. Und deswegen muss man bei der Verarbeitung dieser Daten sehr vorsichtig sein. Damit sollten Sie ein bisschen beantworten können, was Unternehmen bei der Anwendung von Data Mining beachten können. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Video.